und herzlich willkommen zum Marktplatz Neumarkt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir befinden uns heute an einem Ort, an dem ich normalerweise immer vor unseren Moderationsaufzeichnungen bin. Beim Friseur Cut Art in Neumarkt werden meine Haare fernsehtauglich gemacht. Das passiert heute auch, dauert aber noch ein bisschen. Und wir beginnen jetzt aber gleich mit unserem ersten Thema. Aus Hunderten von jungen Kehlen erklang die Hymne »Wir kommen daher aus dem Morgenland« die letzten Tage. Die Sternsinger waren wieder deutschlandweit unterwegs und auch die Häuser hier im Landkreis haben ihren Segen bekommen. Wir haben uns am Samstag an die drei Könige in Deining gehängt. In den ersten Reihen von St. Willibald in Deining sieht man am Samstagmorgen Kaspar, Melchior und Balthasar gleich mehrfach. In den vier Pfarreien sind an diesem Tag insgesamt 110 Ministranten als Sternsinger unterwegs. Eine beachtliche Zahl in Zeiten, in denen man anderswo in Deutschland Probleme hat, die heiligen drei Könige bzw. erwachsene Begleiter zu finden. Man spürt immer mehr, dass die Menschen immer bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Aber heuer ist noch alles gut gegangen. Nach dem Gottesdienst ziehen die Dreiergruppen hinaus in den Ort und die umliegenden Ortsteile. Für Marie, Stefan und Tom liegt ihr erstes Ziel nur wenige Meter von der Kirche entfernt. Nur wenige Verse später landet das erste Geld in der Büchse. Das Kindermissionswerk, welches für das Dreikönigssingen deutschlandweit die Federführung hat, möchte die Spenden dieses Jahr gegen Kinderarbeit in Indien und anderen Teilen der Welt einsetzen. Mit Kreide wird an jeder Haustür auch der Segen erneuert. Bei ein paar Gruppen wurde daran erinnert, dass König Balthasar den Überlieferungen nach dunkelhäutig war. Diese Make-up-Praxis wurde in Deutschland schon heiß diskutiert, von wegen Political Correctness. Ich glaube, das ist ein Schritt zu weit gedacht, weil ich glaube, Jesus Christus ist zu allen Menschen gekommen. Und das möchten die Kinder dazu auszubringen. Bei den ersten vier Häusern haben Marie, Stefan und Tom Glück. In manchen Neubaugebieten im Landkreis gibt es dagegen durchaus Zugezogene, die diese Tradition nicht kennen. Dennoch kam 2018 wieder einiges an Spenden zusammen. So viel, dass man in Deining bei Redaktionsschluss noch immer am Zählen war. So, ich wurde jetzt schon mal eingepackt und gleich geht's für mich weiter mit dem Färben und für Sie mit den Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Die Abrissarbeiten des ehemaligen Willibald-Gluck-Gymnasiums laufen momentan auf Hochtouren. Das rund 50 Jahre alte Gebäude steht seit 2015 leer. Die Bagger bearbeiten rund 2000 Tonnen Beton. Davon wird ein Großteil für den Straßenbau wiederverwertet. Das Ende der Abrissmaßnahmen ist für Mai geplant. Die Stadt Berching lud am Samstag zum Neujahrsempfang in die Europahalle. Laut Bürgermeister Ludwig Eisenreich konnten 2017 zahlreiche Infrastruktur- und Sanierungsprojekte abgeschlossen werden. Der Schuldenstand liegt auf dem niedrigsten Niveau seit 25 Jahren. Für 2018 plant Berching den Neubau der Grund- und Mittelschule. Noch ist allerdings unklar, an welchem Standort. So, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und danach haben wir noch diese Themen für Sie. Heiliger Abend oder Eiliger Abend? So erlebten die Mitarbeiter der Notaufnahme des Neumarkter Klinikums die Zeit zwischen den Jahren. Und Rocky mit zwei X-Chromosomen. Seit 14 Jahren gibt es beim DJK Neumarkt Frauenboxen. Das und mehr sehen Sie gleich, also unbedingt dranbleiben. Hatte man früher eigentlich Strümpfe zum Sparen? Wir können nicht alles erklären, aber wie Sie es jetzt selbst in der Hand haben, zeitgemäß zu sparen, schon. Mit einem Fondssparplan, ganz flexibel. Lassen Sie sich beraten bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder bei uns im Internet. Union Investment. Geld anlegen, klar gemacht. Die Kunsteislaufanlage der Stadtwerke Neumarkt. Günstige Preise. Verleih- und Schleifservice. Beheizte Umkleidekabinen. Sport, Spaß und Action unter freiem Himmel. Heiß und gut für den Hunger zwischendurch.
Musik und Vergnügen bis in die Nacht. Die Kunsteislaufanlage der Stadtwerke Neumarkt auf dem Neumarkter Volksfestplatz. Jetzt wieder geöffnet. Mutters Pflege wird immer schwerer und die Kasse zahlt nicht. Ob ich gesundheitlich bis zur Rente durchhalte? Sie haben Fragen zu Rente, Behinderung und Pflege? Wir kümmern uns mit Ihnen darum. Sozialrechtsberatung mit Herz und Verstand. Werden Sie Mitglied beim VDK. Wir helfen Ihnen weiter, wenn es um Rente, Behinderung und Pflege geht. Die Kunsteislaufanlage der Stadtwerke Neumarkt auf dem Neumarkter Volksfestplatz. Jetzt wieder geöffnet. Willkommen zurück. Zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag laufen die Uhren im Landkreis Neumarkt stellenweise etwas langsamer. Viele haben sich freigenommen und in einigen ortsansässigen Unternehmen ist sogar ganz offiziell Betriebsurlaub. Es gibt aber auch Arbeitsplätze, in denen ist in dieser Zeit Business as usual. So zum Beispiel in der Notaufnahme des Neumarkter Klinikums. Heiligabend, 2:30 nachmittags. Ob es ein ruhiges Fest werden wird, wissen weder die Ärzte der Notaufnahme am Neumarkter Klinikum noch die Pflegekräfte. Schon jetzt haben sie aber vereinzelt mit Fällen zu tun, die typisch für Weihnachten sind. Ich habe mich mit dem Messer geschnitten, also abgerutscht und dann da reingeschnitten. Bin Linkshänderin. Bei der Vorbereitung vom Weihnachtsbraten. Genau. Nach einigen Minuten ist die blutige Hand verarztet. Im Anschluss würden die Mediziner eigentlich lieber Last-Minute-Wunschzettel schreiben, doch die Bürokratie verlangt Formulare. Ja, bei so kleinen Verletzungen ist es manchmal schon so, dass die Dokumentation länger in Anspruch nimmt als die eigentliche Behandlung. Aber jeder Patient erhält hier einen Brief und auch die entsprechenden Verhaltensmaßregeln für die Nachbehandlung, für das weitere Geschehen. Und das muss halt ordentlich dokumentiert werden. In regelmäßigen Abständen bringen Rettungskräfte Patienten durch die Glastür. Dieser Herr hat Beschwerden im rechten unteren Bauchbereich. Alles klar, die Schmerzen sind so stark, dass Sie Schmerzmittel brauchen im Moment? Oder? Ich habe keine mehr, aber ich habe die letzte Nacht im Ende die Schmerzen gehabt. Ich habe dann auch übergeben schon 2-3 Mal. Nach einer Untersuchung ist klar, der Patient sollte gleich im Haus bleiben. Wir gehen davon aus, dass bei ihm um eine akute Blinddarmentzündung handelt. Und dementsprechend werden wir auch heute operieren. Für den Betroffenen geht es mit dem Lift Richtung Operationssaal. Eine schöne Bescherung, gerade jetzt, wo andere eine schöne Bescherung haben. Hallo, grüß Gott. Ganz wird das Weihnachtsfest trotz Arbeit nicht außen vor gelassen. Im Gruppenraum werden die allerletzten Grußkarten geschrieben und weil es die Zeit gerade zulässt, gibt es für die Mitarbeiter ein kleines Festtagsmahl. Rouladen, Klöße, Blaukraut, Kuchen, Schokodessert, genau. Alle Sachen, von denen man später mal einen Herzinfarkt bekommt. Schöne Weihnachten und gute Vielen herzlichen Dank. Schön. Voll nett. Hi, Notaufnahme der Philipp. Ich hätte eine Patientin, für dich ein Begleitzimmer bräuchte. Hin und wieder liegen frohe Weihnachten und negative Neuigkeiten nah beieinander. Eine Patientin wurde derart schwach angeliefert, dass die Experten keine wirkliche Hoffnung auf Besserung haben. Für sie wurde ein sogenannter Begleitraum reserviert. Dass man schaut, dass sie genug Luft bekommt, dass mir Medikamente gibt, die ihr das Ganze erleichtern, dass es nicht so schwer hat. Genau. Und die Angehörigen, dass die sich von ihr noch gut verabschieden können. Dafür macht man so ein Begleitzimmer auf der Station. Inzwischen ist die Nacht über die Neumarkter Notaufnahme hereingebrochen. Im Vergleich zu anderen Weihnachtsfesten fiel der 24. Dezember für das Team relativ ruhig aus. Umso heißer ging es dann an den beiden Weihnachtsfeiertagen her. Doch diese Entwicklung hatte sich bereits in den Jahren zuvor abgezeichnet.
Im Sportzentrum des DJK Neumarkt wird bereits seit 14 Jahren Frauenboxen angeboten. Wolfgang Seifriedsberger, selbst ehemaliger erfolgreicher Boxkämpfer, trainiert nun die Frauen am Boxsack und steigt auch selbst in den Ring. Da kann es schon mal vorkommen, dass auch er eins übergezogen bekommt. Hier hängt keiner in den Seilen, obwohl das Frauenboxen die Teilnehmerinnen durchaus körperlich fordert. Im Sportzentrum des DJK Neumarkt trainiert Wolfgang Seifriedsberger rund 20 Frauen unterschiedlichster Altersstufen. Erfahrung bringt er selbst genügend mit. Von 1988 bis 2004 hat er im Kader des Bayerischen Amateurboxverbandes sowie 5 Jahre in der zweiten Bundesliga für Eichstätt geboxt. Vor 14 Jahren trainierte er dann zum ersten Mal Frauen. Auf einer Feier war das, ist ein Mädchen gekommen zu mir und hat gesagt, in Neumarkt gibt es eigentlich nichts in der Art. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich damit kein Problem. Wenn du nur 1-2 Mädels auftreibst, dann machen wir das am Sonntag einmal, testen wir es einmal. Übungen am Boxsack und im Ring sind nur ein Teil des einstündigen Trainings. Die Damen selbst ziehen sich aus den unterschiedlichsten Gründen die Boxhandschuhe an. Man braucht alle Muskelpartien. Es hat sogar auch was Tänzerisches an sich. Also das gefällt mir auch besonders gut. Weil mir ein Arzt geraten hat, ich soll explizit Boxtraining machen, dann bin ich eben auf dieses Damenboxtraining gekommen. Und natürlich mache ich das jetzt so auch, zwecks der Fitness. Wenn ich weggehe, draußen bin, fühle ich mich sicherer. Man strahlt es ja auch aus, das Selbstbewusstsein. Und man ist einfach, wenn man draußen ist, man geht anders. Man ist einfach irgendwo stabiler, will ich mal sagen, auch in sich selber. In den Köpfen mancher Männer ist Frauenfußball wesentlich weicher als die Herrenvariante. Dass sich die beiden X-Chromosomen zwischen den Ringseilen auswirken, kann Wolfgang Seifriedsberger nicht bestätigen. Die Unterschiede zwischen Männerboxen und Frauenboxen, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es eigentlich fast nicht. Weil vom Ehrgeiz oder so, muss ich sagen, gibt es viele Frauen, die wo ehrgeiziger sind wie manche Männer. Der Ehrgeiz der Frauen dient aber nicht dem Ziel, sich bei jeder Gelegenheit prügeln zu können. Im besten Fall sorgt er jedoch dafür, dass ein Angreifer der Erste ist, der in den Seilen hängt. So, die Haare sind also so gut wie fertig. Ich bin also fast ausgehbereit. Und wo es hingehen könnte, verraten wir Ihnen jetzt in unseren Veranstaltungshinweisen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Das David Hellbock Trio aus Österreich gastiert am Samstag, den 13. Januar, im Haus der Musik in Unterverrieden. Der Pianist Hellbock begeisterte auf seinen Tourneen bereits jazzaffines Publikum in den USA, China und vielen anderen Ländern. Nun folgt er der Einladung des Jazz- und Kulturvereins Burgtan. Beginn ist um 20.30 Uhr. Zum dritten Mal ist der Schauspieler und Liedermacher Michael Fitz zu Gast in Freistadt. Im Spitalstadl präsentiert er am Samstag einige seiner hintersinnigen Songs zu Themen, die ihn und die Welt bewegen. Karten gibt es ab 24 Euro, los geht's um 20 Uhr. Am Sonntag zeigt das Bilderbuchtheater ein Puppenmärchen nach einer alten russischen Erzählung. Mascha und der Bär ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Los geht's um 16 Uhr im Kolpinghaus in Neumarkt. Der Eintritt kostet 8 Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage wird ein Zusatztermin für K&K Kunst und Kaffee angeboten. Während der 45-minütigen Führung durch das Lothar-Fischer-Museum Neumarkt steht für die teilnehmenden Senioren überall eine Sitzgelegenheit bereit. Im Anschluss daran gibt es ein Kunstgespräch bei Kaffee und Kuchen. Karten sind für 5 Euro im Amt für Touristik erhältlich. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Und das war's schon wieder mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Wenn Sie Lust haben, dann besuchen Sie uns doch einfach mal im Internet. Unter neumarkt-tv.de, da finden Sie all unsere Sendungen zum noch einmal anschauen und natürlich aktuelle Nachrichten. Am Freitag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Uli Badura und ich hoffe, wir sehen uns auch da wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.